Hi du und wie schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Do-It-Yourself-Näh-Tutorial. Heute nähen wir gemeinsam einen Handwärmer oder auch zwei oder auch drei. Du kannst dir auch dein ganz eigenes Motiv ausdenken, was du drauf nähen möchtest und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Was du alles dafür brauchst. Nimmst dir dein Stück Stoff und faltest es einmal links auf links oder rechts auf rechts, ist eigentlich noch egal. Dann legst du dein Stück Pappe darauf mit den Maßen 11 × 11 cm. An der einen Seite ist ein Stoffbruch, das heißt, dort ist kein Rand, dort wird auch nicht geschnitten, denn da ist der Stoff doppelt gelegt. Dann markierst du das Ganze mit einem Stift auf dem Stoff. Und dann kannst du das Ganze mit dem Rollschneider oder einer Schere ausschneiden. Und fertig ist der Stoffzuschnitt für Stoff Nummer 1. Dann nimmst du dir den zweiten Stoff. Das ist für das Motiv. Ich habe jetzt ein Herz gewählt und dann legst du dein Stück Pappe auf die Rückseite und umrandest das Ganze wieder mit deinem Stift. Dann schneidest du das Herz an der gerade markierten Linie aus. Schon sind deine beiden Stoffzuschnitte fertig. Jetzt markierst du dir noch die Mitte im Stoff, indem du es nochmal halb faltest und dann mit dem Fingernagel an der Stoffbruchkante hergleitest. Jetzt hast du genau die Mitte markiert. Dann legst du das Herz in die Mitte und steckst das Ganze mit ein paar Stecknadeln fest. Jetzt wird das Herz festgenäht und ich habe mir dafür einen Zickzackstich ausgewählt. Und dann beginnst du am besten an der unteren Ecke von dem Herz mit Festnähen. Wichtig ist, dass du das ganz langsam machst und auch immer wieder den Nähfuß hebst und das Herz drehst, damit die Rundungen nicht eckig werden. Schon hast du die Applikation auf deinen Handwärmer genäht. Jetzt legst du das Ganze links auf links, einmal von oben nach unten und steckst das nun auch mit ein paar Stecknadeln wieder fest, damit es nicht verrutscht beim Zusammennähen. Wir beginnen an der rechten Seite, wo oben der Umschlag ist. Nähfüßchen breit wird es wieder auf das Nähbrett gelegt. Und jetzt habe ich wieder meinen normalen Standardstich. Einmal vor, einmal zurück, damit die Naht gesichert ist. Und dann nähen wir das Ganze fest. Drei Seiten haben wir festzunähen. Und achtet bei der letzten Seite darauf, dass ihr nicht bis ganz zum Schluss näht, sondern dass ihr euch ca. 3 cm Platz lasst. Diese Öffnung ist zum Wenden des Handwärmers da
Und nachher werden dort auch die Kirschkerne oder die Dinkelkerne eingefüllt. Am Ende auch wieder einmal vor, einmal zurück, damit die Naht nicht aufgeht. Jetzt nehmen wir uns die Zickzackschere und beginnen hinter der Wendeöffnung mit dem Schneiden. Das ist dafür da, dass der Stoff nicht ausfranst und dass die Ecken nicht so knubbelig aussehen nachher. Nun drehen wir den Stoff durch die Wendeöffnung auf rechts. Und mit der Schere gehe ich innen rein und drücke vorsichtig die Ecken ein bisschen nach außen. Die Wendeöffnung wird nun passend nach innen gefaltet. Und jetzt können wir uns schon mit dem Befüllen beschäftigen. Dazu nehmt ihr euer Blatt und kringelt es so ein bisschen, dass es wie ein Trichter aussieht. Wichtig ist, dass das Loch unten nicht zu klein sein sollte. Und dann steckt ihr das Ganze in die Wendeöffnung und könnt dann eure Dinkelkerne oder die Kirschkerne einfüllen. Macht es nicht zu voll, denn sonst könnt ihr es nachher nicht mehr gut zunähen. Und es liegt auch besser in der Hand, wenn es nicht bis oben hin voll ist. Jetzt näht ihr eure Wendeöffnung ganz knapp am Rand mit dem ganz normalen, geraden Stich zu. Alternativ könnt ihr das natürlich auch mit der Hand mit ein paar Stichen zunähen oder ihr nehmt Textilkleber und klebt einfach die beiden Stoffseiten zusammen. Und weißt du was? Jetzt bist du schon fertig. Tada! Dein Handwärmer ist genäht. Den kannst du jetzt eine halbe Minute in die Mikrowelle stecken und dann hält er deine Hände wunderschön warm. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob es geklappt hat. Und wenn es dir Spaß gemacht hat, würde ich mich über einen Daumen hoch total freuen. Bis bald, tschüss!